Sutra Dandasana, auch Sutra Dandasana genannt, ist die Stellung des Yogameisters Sutra Danda. Raffaela zeigt, wie es geht. Vom Fersensitz ausgehend kannst du die Knie etwas nach außen geben und dann gibst du die Zunge nach hinten und dann hilfst du mit den Zeigefingern nach, um die Zunge ganz nach hinten zu geben. Sutra Danda war wahrscheinlich bekannt für Kechari Mudra, das heißt also das Verschlucken der Zunge und dann das Hochführen der Zunge durch den Nasendurchgang von hinten in die Nase hinein. Also eine recht fortgeschrittene Yoga-Übung. Und vermutlich wird er, weil er dieses Yoga-Mudra zur Vollkommenheit gebracht hat, so dargestellt. Sutra Dandasana, also die Stellung des Yogameisters Sutra Danda, einer der 84 Nath-Siddhas, also der Meister-Siddhas der Natha-Tradition. Mehr Informationen über dieses und alle anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.